Guten Morgen und willkommen zu meinem neuen Wochenvlog. Heute ist Dienstag, ich komme gerade von der Arbeit. Ich habe gerade ein Brot gegessen und trinke noch meinen Kaffee dazu. Und dann haue ich gleich schon wieder ab zur Schule, bei der Bücherei helfen wieder mal. Wir haben jetzt 9:45 Uhr. Um 9:45 Uhr muss ich da anfangen, also ich haue so um 10 Uhr ab. Der Patrick ist heute im Büro, also ich bin alleine zu Hause. Ja, jetzt hätte ich mal die Wohnung für mich und könnte hier mal in Ruhe wuseln. Da habe ich keine Zeit. Die Rosalind, also die Klasse von der Rosalind, kommt heute zur Bücherei. Da freut die sich sehr, wenn ich da bin. Danach gehe ich dann direkt wieder nach Hause und räume hier die Bude auf. Saugen wollte ich eigentlich auch, aber wir haben uns am Wochenende einen Dyson bestellt. Und da bin ich schon ganz heiß drauf. Und ich frage gleich erstmal den Patrick, was da der Versand sagt. Sollte der nämlich heute kommen, dann sauge ich jetzt noch nicht, sondern warte ich auf den Sauger. Heute ist Dienstag, also die Rosalind hat nachher Kommunionsunterricht, wie immer. Und ansonsten haben wir heute überhaupt nichts vor. Es ist super schönes Wetter. Ich war jetzt aber noch nicht groß draußen, also ich weiß nicht, ob es sehr kalt ist, weil gestern war es auch sehr sonnig, richtig schön, aber es war richtig kalt. Also gestern Morgen, als ich die Rosalind zur Schule gebracht habe, war -2 Grad. Ich denke, ich werde jetzt auch gleich laufen, denn wenn ich die Kinder mal nicht dabei habe, nutze ich das aus und laufe den Weg. Es ist nicht so weit, Viertelstunde. Eigentlich ist man mit dem Auto ungefähr genauso lange unterwegs wie gelaufen, ne, bis man zum Auto ist. Dann muss man ja mit dem Auto ein bisschen anders fahren und kann nicht so querfeldein laufen und Parkplatz suchen und sowas. Essen kochen werde ich heute auch nicht. Gestern gab es die Fusilli mit Gemüse. Da ist da so viel über. Muss aber auch sagen, es war nicht so lecker. Rosalind fand es sehr lecker. Patrick hat auch gesagt, super lecker. Ich hätte es nicht so. Aber da essen wir dann heute trotzdem noch den Rest. So, ich habe jetzt gerade aufgeräumt und gesaugt, denn unser neuer Staubsauger kommt heute voraussichtlich nicht. Somit, ja, muss ich nochmal mit dem alten saugen. Ich hau jetzt ab und hol die Rosalind. Hier muss ich nur aufräumen ein bisschen. Wollte ich eigentlich die Olivia überraschen, aber habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Egal. Ja, ich hole jetzt die Rosalind und dann wollte ich mit ihr zum Bäcker hinsetzen und was essen. Weil sie hat bestimmt Hunger und ich habe gedacht, so ein bisschen Zeit nur für uns. Mal gucken, ob sie Lust hat. Sie hat sich gefreut und wir sind jetzt kurz beim Bäcker. Kann sie ein bisschen was essen? Ich trinke einen Kaffee. Sie konnte sich nicht entscheiden, ob süß oder deftig. Guten Morgen am Mittwoch. Ja, gestern kam noch ganz spontan meine Freundin vorbei. Wir haben die Rosalind zum Kommunionsunterricht gebracht und danach kam meine Freundin mit ihrer Tochter vorbei und der Patrick hatte die Rosalind dann abgeholt. Ja, die waren noch ziemlich lange da. Also es ist lange, war ja schon spät, aber waren noch bis später da. Und dann haben wir nur noch Abendbrot gegessen, Kinder fertig gemacht und ab ins Bett. Ich habe jetzt gerade die Kinder weggebracht, gehe jetzt noch zu meinen Eltern und danach mache ich den Wocheneinkauf. Ich bin jetzt bei Penny einkaufen, mache unseren Wocheneinkauf. Ja, ich schaue mal, was es hier gibt. Milka ist auf jeden Fall hier im Angebot. Aber nicht mehr viel da. Und Kollege Heider und zum Sport. Dieses Mal aber in der royalen Welt. Prinzessin Kate und ihr Ehemann Prince William of Wales sind gemeinsam in Wales gewesen. Dabei ist sportlicher royaler Einkauf. Ich bin wieder zu Hause, bin fertig mit dem Mega-Einkauf. Ich mache jetzt hier den Haul. Ja, die Olivia hat mal irgendwann die Scheibe verschönert. Ich muss noch unseren Wochenplan umschreiben, weil ich spontan ein paar andere Sachen noch gekauft habe. Und dann lege ich los. So, ich habe jetzt die Wäsche weggeräumt, Spülmaschine ausgeräumt. Jetzt räume ich sie gerade noch ein. Hier ist nicht viel, nur so ein bisschen Zeug, was hier rumsteht, muss hier rein. Ja, dann habe ich auch fast alles vom Einkauf weggeräumt, ein bisschen was noch. Dann mache ich Mittagessen und dann hole ich die Kinder ab. Die schlafen heute bei meinen Eltern. Wahrscheinlich, also die Rosalind auf jeden Fall. Die Olivia ist ja ein bisschen schwierig, hat jetzt aber gesagt, sie möchte auch da schlafen. Mal gucken. Somit brauche ich morgen zum ersten Mal seit Ewigkeiten nicht raus. Morgen früh. Bin ich mal gespannt. Eigentlich würde ich auch super gerne bei dem schönen Wetter, die Sonne scheint nämlich schon wieder so, echt mal raus mit den Kindern. Also ein bisschen mehr raus, als nur mal irgendwo hinlaufen. Ein bisschen spazieren, Spielplatz. Aber es ist so kalt. Warum ist es so kalt? Ich weiß gar nicht. Also man fühlt sich warm, man fühlt sich richtig gut, kommt raus und friert sich kaputt. Auch jetzt hier drin in der Wohnung friert man voll.
Es ist heute Morgen bei minus 3 Grad, gestern ja minus 2. Selbst mittags oder nachmittags, wenn man meint, okay, wärmster Punkt, Sonne hat die ganze Zeit geknallt, sind 6 Grad, wenn überhaupt. Ein paar Mal schaukeln oder zweimal rutschen waren wir ja jetzt schon öfter zwischendurch, aber so richtig ausgiebig auf dem Spielplatz und mit Spaziergang durch den Park und so, ja, ist mir irgendwie zu kalt. Gerade beim Spülmaschine einräumen hat es geschellt und da ist er. Am Wochenende bestellt und endlich eingetroffen. Jetzt werde ich den erstmal auspacken und direkt testen. Essen ist fertig und ich esse mit meinen beiden Mädels. Der Patrick ist oben. Spaghetti mit Babyspinat, Sahne, Gewürze und Parmesan oben drauf. Guten Appetit, Mäuse. Guten Appetit. Guten Appetit. So, die Mädels habe ich weggebracht. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin mal gespannt, ob die Olivia da bleibt. Beim letzten Mal musste ich sie direkt wieder mitnehmen und davor das Mal musste ich sie dann doch noch abholen. Die möchte einfach nirgendwo ohne mich sein. Vermisst mich dann immer ganz schrecklich. Ja, sie muss da natürlich auch nicht schlafen, aber doch, ich finde es eigentlich für die Entwicklung doch mal wichtig, dass sie mal wo schläft wieder. Sie hat auch schon mal bei meinen Eltern ein paar Mal geschlafen. Das hat super geklappt. Auf einmal gab es dann wieder so einen Knick und jetzt will sie wieder gar nicht mehr. Ich setze mich jetzt erstmal hin und überlege, was ich mache. Der Patrick ist schon zur Dialyse. Der geht ja jetzt immer direkt nach der Arbeit um 4. Ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Freizeit alleine jetzt hier machen soll. Nein, Quatsch. Eigentlich habe ich mir und meiner Mutter versprochen, dass ich mal einfach nichts tue, mich mal auf die Couch lege oder so, weil ich ja immer nur irgendwie auf Achse bin. Ich hätte auch noch dieses Projekt hier. Da stehe ich direkt und gucke. Bei Olivia im Zimmer ist krasse Unordnung. Außerdem ist das mit der Umstellerei irgendwie doch so, wie es jetzt umgestellt ist, nicht optimal. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wie ich es stellen soll, aber irgendwie. Dann will sie ihre Küche nicht mehr haben. Ich will die aber natürlich nicht abgeben, weil eigentlich benutzt sie die viel zu oft dafür. Vielleicht steht die ihr da einfach blöd. Auf dem Dachboden kriege ich die leider nicht. Das passt nicht. Die haben wir jetzt auch schon 9 Jahre. Die ist von der Rosalind und die geben wir natürlich auch nicht ab. Ich wollte die eigentlich für immer behalten, wenn wir mal Enkelkinder haben oder so. Dass wir die auch in der Wohnung stehen haben. Das Barbie-Haus, ja, das hatte ich letzte Mal versucht, auf den Dachboden zu stellen, weil da wird absolut überhaupt gar nicht mitgespielt die letzten Monate. Ich stelle das mal weg, so für ein halbes Jahr. Und vielleicht fängt sie dann wieder an, damit zu spielen. Aber das kriege ich auch nicht nach oben. Es passt nicht durch unsere Luke. Woanders weiß ich jetzt auch nicht. Also möchte ich auch nicht in einer Wohnung stehen haben, irgendwo dieses Ding. Guten Morgen! Ja, also es hat super geklappt. Die Kinder haben bei meinen Eltern geschlafen, ohne Probleme. Ich habe mich gestern ausgeruht und habe auch noch ein bisschen was gemacht, aber nicht viel. Dann habe ich angefangen, Olivias Zimmer umzustellen und aufzuräumen, aber dann habe ich total den Schwindelanfall bekommen. Habe mich dann auf die Couch gelegt und bin dann auch um kurz nach 9 oder so schon eingeschlafen. Also der Patrick war schon wieder da. Ja, heute Morgen habe ich mich ausgeschlafen bis 7:30. Habe jetzt auch nichts mehr, also ist nicht mehr schwindelig oder so. Danach war ich duschen. Jetzt habe ich ganz gemütlich Gute Zeiten geguckt, die Preview, gefrühstückt und jetzt werde ich noch Olivers Zimmer weitermachen, fertig machen, sage ich jetzt einfach mal optimistisch. Ob ich das jetzt schaffe, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall weitermachen. Ich habe hier nämlich schon mal das Bett hier direkt neben die Tür gestellt, da stand es noch nie und ansonsten hinten die Küche und den Kaufladen. Den Schreibtisch schon mal hier hin und das Barbiehaus wieder hier hinter die Tür. Aufräumen muss ich jetzt aber noch und einräumen, besser gesagt. Ja, wollte auf dem Weg auch noch mal ein bisschen aussortieren, aber ohne die Olivia ist schwierig. Aber ich sortiere bei der Olivia ja auch nicht mehr aus zum Verkaufen, sondern nur nach oben. Dann kann sie es eventuell ja auch wieder runterholen. Aber es ist einfach hier viel zu viel Gedöns, viel zu voll. Da werde ich gleich ein paar Sachen nach oben bringen. Da beeile ich mich jetzt, damit ich heute auch wenigstens noch ein bisschen was schaffe. So, es ist vollbracht, zumindest umgestellt und ja, den Luftballon wollte sie unbedingt behalten und grob aufgeräumt. Also alles, man sieht's, was ich mit grob meine. Ich möchte gerne das Barbiehaus komplett ordentlich einrichten, den Schreibtisch komplett oder Schminktisch, beides komplett aufräumen. Dann im Regal aufräumen. Das muss alles in den Kaufladen einsortiert werden, die Küche aufräumen. Dieses Regal muss einmal durchgeräumt werden. Werde ich vielleicht gleich mit ihr zusammen machen oder so. Mal gucken, wie wir das schaffen.
weil das wird mir jetzt zu viel Zeit rauben. Ich wollte das ja eigentlich miteinander verbinden und direkt komplett vernünftig machen, aber ich hatte jetzt Angst, dass ich das mit der Zeit jetzt nicht schaffe. Genau, das ist hier übrigens irgendwas Gebasteltes aus dem Kindergarten, was unbedingt aufgehängt werden musste. Ich wollte unbedingt fertig werden und deswegen habe ich das jetzt erstmal grob gemacht. Sieht auch ordentlich aus, nur die Schränke sind halt jetzt nicht so ordentlich und der Schreibtisch vor allem, das sieht man ja auch. Genau, die Sachen habe ich jetzt erstmal hier hingestellt, die wollte ich nach oben bringen, aber ich habe mir überlegt, dass ich das mit ihr erstmal abspreche, bevor ich es dann direkt wieder runterbringen muss. Weil ich habe gedacht, eigentlich kann auch ein Puppenwagen vorübergehend nach oben. Diese Kiste mit dem Playmobil eigentlich auch. Playmobil spielt sie ja eigentlich überhaupt nicht. Und da spreche ich gleich mit ihr ab. Den Rest mache ich auf jeden Fall mit ihr zusammen. Das räume ich hier erstmal so an den Rand. Und gesaugt habe ich jetzt gerade auch. Ich muss ja sagen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass man sich mal jemals so sehr freut über einen Staubsauger. Aber ja, wenn man etwas älter ist und den Haushalt schmeißen muss von 4 Personen, dann freut man sich sehr über einen guten Staubsauger und der Dyson ist wirklich richtig gut, muss ich sagen. Habe jetzt nicht fest damit gerechnet, dass der mega ist. Habe auch gesagt, ich habe ja 30 Tage Zurückgarantie, Geld-Zurück-Garantie, Umtauschrecht, wenn der mir nicht gefällt. Habe auch zum Patrick gesagt, wir behalten alles kartonmäßig, weil ich nicht weiß, ob ich den behalte. Die Bewertungen sind jetzt auch nicht so 90% oder 100% positiv. Ja, aber ich finde den wirklich super, ne? Also jetzt gerade dieser Teppich hier bei der Olivia, der sieht hinterher immer noch genauso schmuddelig aus wie vorher, wenn ich den gesaugt hatte. Und jetzt hat man schon gemerkt, dass da echt was runterkam. Gestern haben wir ja auch einen Teppich im Schlafzimmer mal so Probe gesaugt, was da rauskam noch, obwohl ich vorgestern die ganze Wohnung gesaugt habe. Also ich bin echt begeistert, muss ich sagen. Freue mich auch sehr. Hab auch schon gestern gesaugt, 2-mal heute gesaugt. Also ich bin richtig happy. Ich mache jetzt erstmal Mittagessen. Ich habe mir überlegt, heute gibt's Grünkohl. Habe ich nicht so viel Arbeit jetzt. Ich muss die Rosalind ja auch schon 12 abholen. Den kann ich wahrscheinlich dann gleich. Der muss, glaube ich, 30 oder 40 Minuten oder sogar noch länger da drin garen. In der Zeit kann ich sie dann super abholen. Die Olivia und ich, wir haben gerade die Rosalind zum Tanzen gebracht, waren dann noch kurz bei Teddy und der Patrick hat die Rosalind jetzt auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, also der war dann noch beim Zahnarzt und danach hat er sie jetzt abgeholt, die haben gerade geschellt. Wir haben bei Teddy hier einen neuen Läufer für die Küche bekommen und ich habe Kleiderbügel geholt für die Rosalind, weil ich wollte, Kinder haben nicht genug Kleiderbügel und ich wollte bei der Rosalind mal austauschen, mal gucken, ob die großen normalen Kleiderbügel jetzt langsam gehen. Die mit Samt finde ich eigentlich echt schön, weil die Sachen da nicht runterrutschen. Die Olivia hat sich hier diesen Mini-Teppich geholt und weiß jetzt nicht, wohin damit. Ich finde den am besten als Tischdecke. Hallo, am Freitag. Ich wollte morgen arbeiten. Jetzt habe ich gerade die Olivia abgeholt. Wir waren jetzt eine Runde auf dem Spielplatz, aber nicht lang, weil ihr es ist zu kalt. Ein bisschen schaukeln. Muss da Kräuter reinmachen. Kräuter müssen da rein? Ja. Welche Soße denn? Wozu gab es sie denn? Heute zum Fisch? Und zu Kartoffeln gehen. Die es heute gab? Ja. Okay. Ja, meine Kinder, die wollen immer lieber gerne das Essen aus dem Kindergarten. Und geben mir dann immer auf, das nachzukochen. Ich bin mal gespannt. Heute gab es Fisch mit so einer hellen Soße mit Kräutern drin und Kartoffeln. Und die soll ich nachkochen. So, jetzt holen wir die Rosalind ab. Ich räume gerade die Wäsche weg. Ich habe Wäsche gewaschen. Ansonsten habe ich hier ein bisschen aufgeräumt. Mal wieder gesaugt und wir warten jetzt auf Rosalinds Freundin. Also ich mache jetzt die Wäsche hier schnell noch. Und dann kommt Rosalinds Freundin heute zum Übernachten zu uns. Die bringen wir dann morgen so um 11 oder so, bringen wir die nach Hause, weil wir dann zum Essen eingeladen sind. Patricks Mama hat ja morgen Geburtstag. Also heute läuft hier nicht mehr viel und ich denke auch nicht, dass ich mich noch groß melden werde, wenn wir gleich Besuch haben. Da der Patrick ja auch erst um 9 kommt und ich mit den Mädels alleine bin. Ja, mein Schatz? Nennt ihr mich jetzt alle Lina? Warum? Weil ich möchte Lina heißen. Du möchtest Lina heißen? Ja, dann sagen wir jetzt Lina, okay? Guten Morgen am Samstag. Wir haben uns fertig gemacht, wir hauen jetzt ab. Die Mama von Patrick feiert ja heute ihren Geburtstag, da gehen wir essen. Danach gehen wir dann auch wieder nach Hause. Um 17 Uhr ist eigentlich Kirche, jetzt fühlt die Rosalind sich nicht so gut und in der Kirche ist es einfach richtig kalt. also richtig, richtig kalt, so dass ich schon immer sehr friere und wir ziehen uns extra warm an. Also ich denke, da werde ich heute absagen, dass wir nicht kommen. Morgen ist Sonntag, da haben wir auch noch nichts geplant. Mal gucken, wie das mit der Rosalind jetzt wird. Heute Abend freuen wir uns auf DSDS, das gucken wir jetzt immer zusammen.
Es macht richtig Spaß dann. Und ansonsten ist es heute hier ruhig. Hallo, am Sonntag. Ja, heute ist hier absoluter Oberfauli-Day. Also ich bin auch komplett nicht fertig gemacht. Mir nur Pullover angezogen, weil mir kalt war. Eine Jogginghose an und den ganzen Tag hängen wir nur hier rum. Die Olivia hat heute Morgen ihr fast halbes Kinderzimmer ins Wohnzimmer geschleppt und hat dort eine Höhle gebaut, sich eine neue Wohnung gebaut, Puppenbett, ihr Baby war dabei, alles. Das Wohnzimmer sah aus katastrophal. Ich habe schon gedacht, das kriegen wir nie wieder ordentlich heute. Vor allem, weil ich so in den Seilen hänge. Also irgendwie finde ich, wenn man einmal so rumgammelt, kommt man überhaupt nicht mehr hoch. Dann haben wir aber innerhalb von 20 Minuten, kaum zu glauben, alles komplett aufgeräumt. Und jetzt hat sie schon wieder im Wohnzimmer alles voll, ihren Kaufladen aufgebaut. Ich habe mit der Rosalind ein paar Spiele gespielt. Zwischendurch auch der Patrick mal mit der Olivia Memory. Und also wir sind heute nur am Rumgammeln. Zwischendurch mal mit den Kindern natürlich spielen oder kuscheln. Und die Rosalind hat Fieber. Ja, den ganzen Tag schon. Gestern ja auch noch wieder abends Fieber bekommen. Also sie ist, scheint irgendwie krank zu sein oder was auszubrüten. Ansonsten hat sie aber bis jetzt noch nichts. Also die Rosalind bleibt morgen zu Hause und jetzt lasse ich die Olivia auch zu Hause. Die geht ja eh nicht so gerne in den Kindergarten. Deswegen habe ich heute überhaupt nicht aufgenommen. Gestern ja auch nicht mehr. Wir waren dann ja zum Geburtstag, danach dann aber auch nur nach Hause. Dann ging es der Rosalind ein bisschen schlechter. Dann ging wieder ein bisschen Fieber los und haben wir auch nichts mehr gemacht. Wir haben die Kinder gestern ziemlich früh dann auch ins Bett gesteckt. Ich bin ziemlich lange bei der Rosalind liegen geblieben, weil sie eigentlich nicht schlafen wollte. Es ist einfach nichts los dieses Wochenende bei uns. Ich habe mich jetzt aber dazu durchgerungen, nochmal für euch eben was zu filmen. Und zwar hatte ich euch erzählt, ich weiß gar nicht wann, ob im Wochenhaul oder so, dass ich fertigen Kloßteig gekauft habe. Ich hatte da was gesehen, das wollte ich gerne nachmachen. Das mache ich jetzt, dann nehme ich euch noch mit. Ja, habt da noch ein bisschen Inhalt wenigstens. Wir müssen ja sowieso was essen, also passt das auch. Ganz einfach wenig Zutaten. Einmal den fertigen Kloßteig, Creme Fraiche, Speckwürfel, Frühlingszwiebeln und Käse. So wird das ein bisschen ausgerollt. Nicht ganz so dünn. Dann habe ich leider keinen runden Ausstecher, aber Ostereier-Ausstecher, den nehme ich jetzt einfach. So. 1, 2, 3. Dann noch ein bisschen Käse obendrauf. Und dann kommt das in den Ofen. Da stand aber leider nichts dabei. Ich mache es jetzt einfach 180 Grad. Ja, ich stelle es jetzt auf 15 Minuten. Ich gucke aber die ganze Zeit rein. Ich denke, dass das vielleicht schon nach 10 Minuten fertig ist. Ja, dann werde ich euch gleich berichten. Also, so sehen sie jetzt aus. Ich habe sie jetzt doch tatsächlich 23 Minuten, ich hatte immer weitergestellt, im Ofen gelassen, bei 180 Grad. Habe jetzt schon ein Stück probiert. Ja, schmeckt, aber ist jetzt nicht so mein Fall. Dadurch, dass das Kloßteig ist und der ja noch so schwabbelig bleibt, Klöße sind ja auch schwabbelig, meint man irgendwie, das wäre nicht richtig durch. Aber kann man aber essen, werden wir jetzt auch essen. Satt macht's auf jeden Fall. Somit verabschiede ich mich jetzt auch von diesem Wochenvlog, denn ja, die Woche ist fast rum. Wir werden jetzt noch essen. Den Kindern werde ich auch noch ein bisschen Obst und Gemüse dazu schneiden. Da piepst der Ofen zum letzten Mal. Und ja, dann gehen sie ins Bett und morgen beginnt der neue Wochenvlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen und Spaß gemacht. Wochenende war jetzt leider nichts los. Mich würde mal interessieren, wie das bei euch im Moment so ist. Also diesen ganzen Winter, sind bei euch auch ständig die Kinder krank oder ihr selber und immer abwechselnd. Also ich hoffe, es hat echt bald ein Ende. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein und bis dahin, tschüss!